Und damit herzlich willkommen zurück an meine Stammzuschauer. Hallo ihr beiden, es geht weiter im Erntetal. Ich hasse es. Ja, man trifft sie nie. Ach, halt die Schnauze. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch mal so viel Gift geben wollte. Okay. Hat er sich gerade größtenteils selbst getötet? Ja, oder? Dankeschön. Trottel. So. Aber wieso ist hier alles mit Gift? Bin ich ja kein Fan von, muss ich sagen. Wir hatten in der Schandstadt hatten wir halt eine super Ausrüstung dagegen. Ernsthaft? Ah, okay. Oh! Die ist ein bisschen kräftig, oder? Kann das sein? Also ich weiß, das ist jetzt schon nicht mein Lieblingsgebiet. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Vergiftung ist gleich rum. Ich habe leider nicht so viel Moos. Moment, wir hatten noch. Ding des bösen Auges.
Erhöht Feuerabwehr. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber das wird mir immer wieder passieren, oder? Ich krieg's nur so rum. Das sind ja echt für Viecher. Hätte ich mir eigentlich denken können. Für eine Fackel? Er wollte mich doch auf den Arm nehmen hier. Vorsicht, Monster. Ja, das dachte ich mir irgendwie schon. Okay. Würde ich genauso machen, glaube ich. Ich dachte, man kann hochgehen. Eimer. Habsucht, Dämonenseele. Wo sind wir denn reingekommen? Da. War gar nicht mal so schwer, muss ich sagen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir ein bisschen overpowered sind. Direkt nochmal reisen. Wir haben so viel Tetanierzeug auf, wir können uns auf jeden Fall ein bisschen aufleveln. Erstmal ein paar Pfeile kaufen. Den Gegenstand kaufen. Oh, davon hat er ewig viel. Ach, guck mal, ich. Kann man hier was eintippen? Natürlich nicht. Sagen wir, dass wir einfach mal 100 kaufen. So. Skaliert ja irgendein Schild. Was mache ich denn? Ich Vollidiot. Alter, wir haben echt viele
Titanitscherben. Ah, ein bisschen verstärkt haben wir uns. Haben wir eine Seele? Oh, 7. Okay, das sind 50. Machen wir einfach mal weg jetzt. Hier wird ja ein bisschen mehr wert sein. Genau. Nein. Nein, was mache ich denn? Steht es halt extra auf, um denselben Spruch wie immer zu sagen. Wie gesagt, ich will Belastbarkeit. Ich will irgendwann das ganze Outfit tragen, auch wenn ich dann irgendwann mal Dings brauche. Moment. Giftteich. Ach, hier müssen wir hin. Wie gesagt, nicht mein Lieblings... meine Lieblingswelt. Wie man halt in echt so versucht, um rumzugucken, aber es geht halt nicht. Das ist ja der Monitor. Oh, der versteckt sich. Ah, fängt schon mal richtig gut an. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Ey, das kommt mir ja sowas von bekannt vor. Ja, da konnte ich nichts mehr trinken. Dieses Vergiftetsein ist schon sehr hart nervig. Wie ich schon mal erwähnt, im ersten Teil hatten wir halt eine schöne Ausrüstung. Geht nicht auf. Wieso bin ich vergiftet? Jetzt hole ich mir der Raum ist einfach toxisch, oder? Kann das sein?
Schüssel ist ja kaputt gegangen. Immer zu zweit, oder? Bin auf eine Falle getreten. Gegenstand Säbel ist Männchen. Kommen wir hier raus. Ein sehr sicheres Geländer. Hin. Oh Gott. Ich habe irgendein Schild aufgenommen, oder? Mastodon-Schild. Mira-Schild habe ich aufgenommen. Aber mein Schild scheint ja nicht so schlecht zu sein. Kann ich das wieder aufmachen? Kommen wir bestimmt zu den Furien, die gerade nicht so. Man weiß halt nie, wo man hier lang gehen soll. Wieso bin ich hier wieder vergiftet? Der letzte. Warum wäre ich schon wieder vergiftet jetzt? Och Mann! Okay, ich sterbe jetzt, oder?
ernsthaft. Ach ja. Okay. Nicht meine Welt. Dieser ganzen Giftscheiße. Ach Freunde, also, da muss ich sagen, ich habe um die Uhrzeit habe ich keinen Nerv mehr für diese Welt. Deswegen würde ich sagen, wir machen eine etwas kürzere Pause. Ich belese mich mal, wie man am besten hier durchkommt. Und ich hoffe, in der nächsten Folge kommen wir ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.